entsprechend wieder eine Armee zur Verfügung habe, die diese Bezeichnung auch nur ansatzweise verdient. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo diese Timur-Teile, dass wir da mal mit in Verhandlung treten. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Ist mir unbekannt. So, da können wir wieder ein bisschen was für die Staatskasse tun. Zehn Attentäte, polnisch-mailändische Armee. Oh, haben wir doch was geschafft. Ja, aber es wird halt einfach noch... Ah, hier oben habe ich auch noch eine Burg. Genau, da kann ich ja da noch hin, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja, das Zusammenziehen würde da wirklich... Ja, das ist eigentlich wirklich eigentlich ausschließlich sinnvoll. Ich sollte das tun, um das zu beschleunigen. Da kann ich allerdings nicht mehr, dann gibt's Verluste. Nicht mehr auffüllbare Verluste. Also, ganz in diesem Sinne machen wir mal, weil dann muss ich weniger Einheiten refreshen und dann geht's schneller. So, und hierhin. Genau, dann bleiben im Grunde. Na okay, es geht pseudo-schneller, weil die auch noch ein bisschen Ausrüstung brauchen. Okay, das ist natürlich ja nicht Teil der Kalkulation gewesen. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich würde es ja fast gerne mal sehen, dass ich hier angegriffen werde, weil zum einen habe ich dann... Orgelkanone, hübsch. Verdankt ihren Namen den vielen Rohren, die Orgelpfeile ähneln. Orgelpfeifen ähneln. Ja, ist in Ordnung. Also ich würde ja vielleicht wirklich gerne mal sehen, dass er mal Venedig angreift. Und jetzt habe ich dann diese schönen Kanonentürme. Da wird das doch sehr unangenehm, wenn man versucht, da anzugreifen. Würde ich mich doch freuen, wenn ich das mal zu Gesicht bekommen würde. Ist das mal wieder ein Aufkäufer? Nee, anscheinend nicht. So, da geht wieder der Tod um, der Hauptmann, der Kreuzzug wächst. Aber es ist nicht auf die Stadt übergesprungen. So, und auch hier könnten wir eigentlich schieben. Für eine schnellere Rekrutierung. Ne, die darf ich nicht mehr schieben, dann werden die ausgelöst. So. Fatal für jemanden wie ich mit den charakteristischen Mat... Habe ich jetzt eine Einheit weggehauen? Ich befürchte es fast. Ja, wo ich es gerade sagen wollte, fatal für jemanden wie mich mit den charakteristischen Matheproblemen. Da nützt das dann auch nichts mehr. Bordeaux. Hä? Ach, ist hier ist bestimmt wieder... Nö. Warum habe ich denn jetzt hier so ein Teil stehen? So, nicht gerade einen Plan. Brauche ich eigentlich auch im Moment gar nicht. Na gut, gebrauchen könnte ich schon, aber... Ihr wisst, wie ich das meine. So, dann hier rein bitte. Und ihr seid auch fortgebildet, dürft entsprechend euch auch der Armee anschließen. Und ansonsten die hier noch, die dürfen gerne auch mit dabei. Ups. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Reiterei, die nächste Runde noch nicht fertig ist. Sehr schön. Was ist denn das hier? Ist das schon besser? Hakenbüchsenschütze. Feuert man eine Hakenbüchse aus geringer Entfernung ab, ist sie recht genau und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei explodiert, ist relativ gering. Ja, das ist doch sehr schön. Die sind bedeutend billiger als die anderen Jungs und der Fernkampfangriff ist tatsächlich höher. Nahkampfangriff und Defensiveigenschaften sind allerdings bescheidener. Müsste man mal in Erwägung ziehen. Ja, da sind die auf jeden Fall besser. Das ist diese königliche Akademie. Oh, hier, da, nächste Ausbaustufe. Das dürfte dann wahrscheinlich auch schon die letzte sein, oder? Da kann auch eigentlich nicht mehr so viel kommen. Bullenring. die
Frage ist zu. Ah ja, genau hier, genau. Damit bin ich dann quasi fertig. Musketier kommt dann neu dazu, so wie ich das sehe. Joa, müssen wir mal schauen. Hier dann aber auch, da fehlt es allgemein an solchen Ausbaustufen. Okay, diplomatische Informationen. Die Folgenseiten befinden sich im Krieg. Die Venezier und Mongolen. Venedig und Schottland haben ihr Bündnis gebrochen. Dänemark sehr schwach. Naja, gut. So, hier lohnt sich es nicht mehr, was zusammenzuschieben, da wir dann ohnehin schon fertig sind. Hier wäre es auch nur bedingt sinnvoll. Könnten diesen hier machen. Dann sparen wir uns eine Fortbildung. Ich habe hier normale Speerwerfer? Das ist doch ein Fehler. Das sollten diese Almogaven-Teile sein. Das müssen wir korrigieren, das geht nicht. Wo sie sich auch so krass unterschiedlich sehen, dass man da schon Schwierigkeiten hat. Ja, die sind tatsächlich da ausgebildet worden, warum auch immer. Okay. Nichtsdestotrotz. Wo ist denn eigentlich meine Flotte? Die ist gerade hier und auch fortgebildet so weiter. Dann versuchen wir jetzt mal die hier abzufangen. Da waren ja irgendwie Truppen drin. So, und diesmal dürfte sie aber tatsächlich auch weg sein. Wobei das auch etwas komisch ist, wenn die Truppen an Bord haben, kämpfen die nicht mit. Ich meine, die stehen dann wohl an der Reling und warten, dass sie abgeschlachtet werden oder so ähnlich. Stellt sich die Frage, ob das so realistisch ist. Ich würde zu Nein tendieren. So. Oh, Belagerung. Belagerung. Ja, wir müssen da bald was unternehmen. Die erholen sich langsam, die guten Mailänder. Na, von mir aus doch. Wo sind wir da zu Hause? Erdingburg. Ja, das ist mir ziemlich egal mit dem exkommuniziert werden. Wenn wir darauf jetzt noch lange Rücksicht nehmen, dann werden wir hier gar nicht mehr fertig. Das kann also nicht mehr angehen. Da muss der Kampf weitergehen. So, die sind auch schon fertig, können sich der Armee anschließen. Können wir im Prinzip die Garnison schon wieder hier stationieren. Können wir dann auch noch ein bisschen ausbauen. Da haben wir einen Agenten entdeckt. Der Tod geht nach wie vor um. Aber nur noch bei einem Hauptmann, nicht mehr bei zweien. Der Attentäter, Spion. Da haben wir auch noch diverse Volljährigkeiten. Hier auch wieder einen ziemlich talentierten General. Können wir denn hier wieder was rüberschieben? Geht nicht, denn mit dem Tutor geht's anscheinend. Den schieben wir auch nach vorne. Also mittlerweile auch wirklich eigentlich mehr Generäle als Armeen, die es zu befehligen gelten würde. Auch der ist recht kompetent. Können wir da was schieben? Priester scheint wohl nicht so zu sein. Komisch, beim Tutor geht's. Naja. Ach so, ja, Dijon, genau. Toledo. Ja, das sind eigentlich Sachen, die ich eigentlich alles nicht so brauche. Das hier wäre eventuell interessant im Hinblick auf die Schiffskanonen, die wir da verbessern können. Saragossa haben wir die Herberge, dann ein Lagerhaus hier. Genau. Und dann eine verbesserte Rüstungsfabrikation. Und hier ist gar nichts mehr, was noch gebaut werden muss. Da wäre dann auch die Frage, was als nächstes. Vielleicht mal die Stelle noch. So, Rekrutierungsübersicht. Da ist ein Weg blockiert von einem Diplomaten. Puh, also die Mongolen, das ist ein ziemlich großes Reich, was die sich dort errichtet haben. Das wird auch schwer werden, die wegzubekommen. Vor allen Dingen in der knappen Zeit, die noch zur Verfügung steht. Gut, wir können da dann nachher gegebenenfalls noch weiterspielen. Aber erstmal gilt es jetzt zu gewinnen.
Ja, das ist soweit in Ordnung und bekannt. So. Ach, genau, das fehlt noch. Da waren wir eben schon mal beschäftigt. Dann sind die auch noch nicht da. Ne, wir müssen erstmal die Runde beenden. Uhuhuhu, schlecht. Das ist ein... Oh. Ein Spion. Und prompt ist die Unruhe gestiegen. Und das hört sich auch sehr ungesund an. Der Tod geht um. So, Siedlung belagert. Ja, das wissen wir im Grunde. Die sollen mich mal angreifen. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass ich die gerade noch schlagen kann. Es hilft aber nichts. Hier müssen wir jetzt ausrücken und diese Armee dann gleich angreifen. Dann bilden wir hier außerdem noch einen Spion aus. Ein Spion, genau. Damit wir da ein bisschen, ja, sagen wir mal, eine bessere Übersicht bekommen. Das ist Katapultmacher, das brauchen wir eigentlich nicht. Ereignis einer Seite. Da ist ein Familienmitglied verstorben. Ah ja, das war der Reisende sozusagen. Der ist jetzt leider von uns gegangen. Dann eine Menge Bauberichte. Ich weiß nicht, ob ich das alles nochmal durchgehen möchte. Ist halt doch sehr umfangreich auch, die Liste. Fangen wir vielleicht einfach mal hier rechts an. Die waren die jetzt schon fertig oder immer noch nicht? Wow, das ist eine von diesen Almugelgaven. Dann bauen wir von denen noch ein und verbessern die noch. Und dann ist es aber wirklich in der Zeit, dass wir hier wieder ausrücken. Das darf einfach nicht mehr länger Zeit in Anspruch nehmen. Müssen wir jetzt einfach vorwärts kommen. Es geht nicht anders. So, und hier bitte... Dann auch die Fortbildung, wobei wir da auch zusammenschieben könnten. Um das Ganze etwas zu beschleunigen. Das dürfte ohne weiteres hinkommen, genau. Ich hätte jetzt auch wieder Einheiten aufgelöst in meiner unendlichen Intelligenz, in meiner Überschlagsrechnung, die nicht funktioniert hat. Huhuhu. Ja, ich habe es wieder geschafft. Das kann doch nicht sein, das waren doch viel mehr. Ich weiß schon, warum ich da gewöhnlich die Finger von lasse, weil dann genau sowas passiert, was gerade passiert ist. Oh Mann, ich hau erfahrene Einheiten auf den Kopf. Ja, ich... Ja, der Skillor am Werk. Ganz schlimme Geschichte. Nun gut, nun gut. Hier auch noch als... Fehlen auch immer noch Truppen. Was fehlt denn? Da fehlen auch die Almulgaven. Ja, genau, die fehlen. Und die sind sogar fortgebildet. Ich habe endlich mal wieder eine einsatzfähige Armee. So, was wir dann noch bräuchten, wäre ein guter Kommandant dafür. Wo kriegen wir den her? Von hier oben, da waren ja noch welche drin. Da müssten wir aber wohl auch gerade mal noch einen Spion bauen, weil das kann eigentlich nicht sein, dass da so viel Unruhe ist. Stellt sich die Frage, wer hier Chef werden soll. Lasst mich zuschlagen, Herr. Versuchen wir es für den Moment mal so mit dem alten Chef sozusagen. So, dann... Können wir hier die Armee reinführen? Ach, die laufen jetzt hier rüber, richtig. Deshalb fehlen die hier. Jetzt kommt's. Genau, dann brauche ich die beiden nicht. Genau. Das passiert, wenn man dann solche Wegpunkte mal hat und die wieder vergisst. Man schickt Einheiten nach Timbuktu. So.
Ja, was